Yo, Peace Leute und willkommen zum 47. Part von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir müssen Triss und einen Albert in den Stellen drin, das hat kurz gelaggt, warum auch immer. So, hier sind die Ställe. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch heil angekommen sind. Ja, das sieht doch gut aus, da stehen auf jeden Fall schon mal zwei Personen. Und zum Glück haben wir die Masken tatsächlich getauscht. War Triss' Idee und zwar eine gute Idee. Ja, ich denke mal, wir sollten ihn schon davon erzählen. Es hat Ärger gegeben. Jäger? Kommen Sie her? Nein, wir haben noch Zeit. Aber schick bitte jemanden in den Garten. Da muss Ordnung geschaffen werden. Ich kümmere mich darum. Ja, wenn irgendjemand besoffener sieht, der dann denkt, what the fuck is going on here? Ach ja, und jetzt sind die Folgen wieder eine halbe Stunde Parts. Schien normal, ich versuche es jetzt einfach so weiterzumachen. Von der Zeit her. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Und davon habe ich ja bestimmt gerade einen kleinen Obolus gekriegt. Freut mich, dass ich helfen konnte. Oder wohin gehen wir jetzt? Freut mich, dass ich helfen konnte. Freut mich, dass ich helfen konnte, es zu kriegen. Du hast gute Verwendung dafür? Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Der ist doch geil. Herrin Merigold. Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. Damit haben wir Triss Merigold also geholfen. Wie eine Dame sitzt sie auf dem Pferd, ja? Und das Feuerwerk. Sind wir jetzt vielleicht noch auf der Party? Können wir ein bisschen Party machen oder so ein bisschen ein paar Besoffene zusammenschlagen? Damit ist die Quest abgeschlossen. Kann ich jetzt was trinken? Endlich. Ich habe immer noch die Maske auf. Jetzt oder nie. Oh, trifft dich mit Triss? Mache ich gleich. Muss ich ja eh nochmal. Aber ich möchte natürlich erstmal meine Sachen anlegen. Weil das kann es ja nicht sein, dass ich hier in so einem Scheißdreck da rumlaufe, ne? Zack, zack, zack. Ich sollte mal den Rest der Katzenrüstung machen. Oh, ich meine, Fernkampfwaffe kann ich ja auch mal wieder ausrüsten. Nutze ich zwar nie, aber man kann sie ja nutzen. So, ich nehme, von welchen habe ich die meisten? Ich habe von denen somit am meisten. Ja, dann sollten wir wieder, bis auf die Maske vielleicht, die kann ich mit R1, schätze ich mal. Oder können wir die auch aufbehalten? Ich meine, die wäre schon cool. So, die Leute bekämpfen so bam, bam, bam. Witchiga. Ne, dam, dam, Alter. So, wo gibt's hier eine Schnellreisemöglichkeit? Bitte. Bitte, danke, eine Schnellreisemöglichkeit. Weil ich möchte nicht länger auf der Party bleiben, da bin ich gut gefahren. Mit Triss treffen müssen wir ja eh. Das heißt, wir gehen mal am besten. Ja, Platz des Hierarchen sollte am nächsten sein. Im Normalfall. Müssen sie ja noch treffen. Vielleicht, sie hat ja gesagt, von wegen verabschieden. Vielleicht gibt's noch einen kleinen Abschieds-Brunch. Brunch natürlich. Hoffe ich doch. Also, Geralt hat ja schon ein bisschen Hunger, ne? Ich meine, nach so einer krassen Party, wo wir nichts essen durften von diesen 85 Nachspeisen, die anscheinend serviert wurden, haben wir nichts von mitbekommen. Haben wir nichts von mitbekommen, ja? Bisschen, also ich finde ich das schon, oder? Dass der Geralt, der hier hilft und macht und tut, nicht mal eine der 85 Nachspeisen bekommt. Aber das werde ich mir merken, für die Wegelbunds. Den helfe ich nicht nochmal. Den helfe ich nicht nochmal. Ich bin immer noch besoffen, Alter. Das war so eine lange Reise und Geralt hat immer noch einen Pegel. Aber okay, Geralt, schön, dass du keinen Alkohol verträgst. Finde ich gut. Finde ich super klasse. Ah, jetzt so langsam hört der Trip auf. So, also, ja, wir sollen dadurch... so. Ist Triss jetzt immer noch bei denen? Ja, die ist wahrscheinlich immer noch bei denen. Oh. Hexenjäger, ja. Und die Hausherren sind... Für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko größer und das treibt den Preis hoch. Oder gibt's wohl Stress? Ich hab kein Geld mehr. Aber du hast was anderes, Liebchen. Da komme ich mit der Maske. Her mit der Halskette. Und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt. Sofort.
Da haben wir ihre Halskette gesaved. Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Die Stadt wimmelt von Hexenjägern. Ich weiß. Ich soll die Maske doch ablegen. Ich meine, sie sieht zwar cool aus, aber... Aber die Jäger waren schneller. Sie haben alle Tore geschlossen, an jeder Ecke Wachen aufgestellt. Alles in einer Nacht. Dann haben sie die Stadt durchkämmt. Jede Straße, jedes Haus. Sie halten jeden an, der irgendwie verdächtig wirkt. Meist gewöhnliche Leute mit Glücksbringern wie Hasenpfoten oder Hufeisen. Aber manchmal landen sie einen Treffer und nehmen echte Magier fest. Vergiss sie an, rette dich selbst. Eigentlich ja, aber ich sag komplett diesen Assi. Wie kann ich helfen? Alles gerät aus den Fugen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sollte alle Magier so schnell wie möglich zu den Docks und an Bord des Schiffs bringen. Aber Berthold und Anis waren noch nicht beim Treffpunkt. So einfach zu kommen. Wer sind Berthold und Anis? Berthold und Anis? Wer sind sie? Ein junges Paar. Er ist Alchemist und hatte eine Praxis in Gildorf. Sie hat in Arethusa studiert. Ich mache mir Sorgen, dass die Leute, die sie versteckt haben, sie verraten haben. Siehst du? Könnte sein. Vielleicht waren meine Gastgeber gar nicht. Könnte problematisch sein, zum Hafen zu kommen. Es wird nicht einfach sein, den Hafen zu erreichen. Die Straßen sind voller Wachen. Dann nehmen wir die Straßen nicht. Im Zweifelsfall wollten wir uns alle im Eisvogel treffen. Da gibt es im Keller einen Zugang zur Kanalisation. Offenbar kann man so bis zu den Docks gelangen. Ich kenne die Novigrader Kanalisation. Jäger sind da keine, aber das heißt nicht, dass es sicher ist. Deswegen bitte ich ja dich, den Weg zu den Docks zu suchen und den anderen den Weg frei zu machen. Und das schnell. Die Jäger könnten unseren Plan jeden Moment erraten. Verstehst du mein Dilemma jetzt? Zweien helfen und alle anderen gefährden. Oder direkt zum Eisvogel gehen und die beiden dem sicheren Tod überlassen. Was mache ich nur, Geralt? Oh Mann. Alle für alle, alle für eine, einer für alle, aber alle riskieren wegen zwei Leuten ist eigentlich zu hart. Riskiere nicht alles wegen zwei Leuten. Du kannst nicht alles und jeden wegen zwei Leuten riskieren. Das wäre unklug und unmoralisch. Ich habe befürchtet, dass du das sagst. Also es tut mir jetzt leid für Anis und Berthold, das sind bestimmt nette Menschen. Aber an sich, wegen, also für zwei Leute, ich weiß nicht, wie viel die andere Seite ist, also wie viel es da gibt, kann ich die Maske eigentlich nicht ablegen oder so? Doch, leg die mal bitte ab. Nimm mal das hier. Leg die Maske ab! Wie leg ich die Maske ab? Nachdem muss ich sie einfach hier im Inventar ablegen. So. Und weg damit. So, dann sieht Geralt wieder Mensch, ja, wir haben die Maske im Inventar, Leute. Also das heißt, jederzeit könnten wir mit der Maske noch ein bisschen zuschlagen. Aua. Das sind Wachen vor deinem Haus, ne? Wollte ich dir nur mal kurz anmerken. Das ist sie. Schnapp die Hure. Lebendig. Tempelwache. Bam. Bats. Das ist ein Hexenjäger. Nerv mich mal nicht, Bro. Weg mit dir, Junge. Nimm mit dir, Hexenjäger-Schwert. Kann man brauchen. Oh, was machst du? Bro. Zündet sie jetzt das Haus an, oder was? Wer kämpft denn dagegen? Ach so, da ist noch jemand. Oh. So, betäubt. Zack, sehr schön den Kopf vom Hals getrennt. Schon ein schöner Schnitt. Wenn man bedenkt, dass sich die Wachen vor einem Jahr noch vor den Magiern verbeugt haben. Heute müssen wir wie die Ratten aus der Stadt finden. Eine Patrouille. Sie dürfen uns nicht sehen. Hey, hi, hallo, hallo, hier ist niemand. Ausmachen. Es könnte gefährlich sein. Diese Kerze könnte uns verraten. Aber wenn wir hier schon so rumsitzen müssen, kann ich auch die Kerze noch ausmachen. Gut, sie sind weg. Komm. Es hat aber gerade Spaß gemacht, die Kerze noch auszuzünden. Mann. So. Also zum Eisvogel. Hoffen wir mal, dass wir da auch nicht irgendwo lauern. Wie ist Geralt gerade gelaufen? Na, Alter, man ist kein D-Zug. Jäger in Sicht.
Scheint alles in Ordnung zu sein. Oder wir kommen zu spät. Triss, Militele sei Dank. Ist jemand vom Versteck in Silberstein hier? Odette, Kaspar, Dietmar und Janne. Hagen? Er wird nicht kommen. Also einen hat es wohl schon erwischt. Das war Hagen. Also 4 Leute sind jetzt noch hier. Die es geschafft haben, herzukommen. Ah, hier eine versteckte Tür. Das Versteck der Magier. Alles klar. Oh, es sind nicht nur 4. Ein paar mehr sind es dann doch schon. Trish, wir haben uns Sorgen gemacht. Hattet auch einen Grund dazu. Jäger haben mich verfolgt. Gerald, warte kurz. Ich möchte wissen, wer hier ist. Okay. Warum die Tränen, werte Dame? Du solltest dir keine Sorgen machen. Das trübt deine Schönheit. Dann sprichst du wohl aus Erfahrung. Ah, Dijkstra. Ich wurde schon hässlich geboren. Du fliehst auch nach Kovir? Nein, aber ich helfe den anderen dabei. Du kennst mich, mitleidiges. Ja, total. Auf einmal. So plötzlich ein mitleidiges Herz. Seit Monaten werden hier Magier verbrannt. Aber erst seit kurzem in so großer Zahl. Und ich freue mich darauf, Freunde im Kovir zu haben. Besonders unter König. Die Musik ist gerade extrem laut und übertönt den Dialog. Aber okay. Wir reden später. Wir haben lange auf die Flucht gewartet. Bis wir sicher waren, dass Kovir uns aufnehmen würde und wir genügend Geld für ein Schiff und einen vertrauenswürdigen Kapitän hatten. Wir haben zu lange gewartet. Wir dürfen nicht länger zögern. Wir müssen Novigrad heute verlassen. Das ist verrückt. An jeder Ecke stehen Jäger. Dann gehen wir durch die Kanalisation zum Hafen. Geralt findet einen sicheren Weg für uns. Sie werden uns so oder so erwischen, Lustig. Sie werden uns fangen und töten. Vielleicht. Dann sterben wir in Würde, mit den Waffen in der Hand. Nicht auf einem Scheiterhaufen und um Gnade winselnd. Was auch geschieht, ich werde euch verteidigen. Wenn es notwendig ist, verteidige ich euch. Ihr könnt auch auf meine Hilfe zählen. Ja, auf die Hilfe eines redanischen Spions. Radovids rechte Hand. Das ist alles sehr lange her. Du hast diesen Verrückten erzogen. Ihn das Töten gelehrt. Du. Jetzt ist nicht die Zeit, alte Rechnungen zu begleichen. Ende der Diskussion. Würde ich auch mal sagen. Auf in die Kanalisation. In die Kanalisation. Ich gebe euch ein Zeichen, wenn der Weg frei ist. Dann folgt ihr mir. Weicht nicht vom Weg ab, egal was passiert. Ich gehe mit Geralt. Du, Dijkstra, gehst zum Hafen und sorgst dafür, dass mit dem Schiff alles in Ordnung ist. Schon unterwegs. Wir sehen uns dort. Hoffentlich. Hoffentlich kommen hier nicht irgendwie die Jäger rein und checken, dass es unser Versteck ist. Mit. Sei mir nicht böse. Gleich werde ich das. Hör auf zu reden und geh voraus. Alles klar. Hör auf die Musik, denke ich mal, auf die uns hier total übertönt. Ganzen Dialog. Aber okay. Betritt die Kanalisation. Dankeschön. Warum sind unsere Sachen oben angezeigt? Muss ich noch mit jemandem reden, oder was? Muss ich noch mit dir reden? Nun? Nö. Guter Mann. Guter Mann. Altes Schafel. Kann ich irgendwas für dich tun? Ah, jetzt läuft sie vor. Okay. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Ehrlich. Doch. Es bedeutet mir sehr viel, jemanden zu haben, auf den ich mich in dieser verfluchten Stadt verlassen kann. Schon gut. Bald ist alles vorbei. Zack! Hey, hör doch auf, meinen Dude zu bekämpfen, den ich hier für mich gewonnen habe. So, ich liebe dieses Axi immer noch, ne? Das ist einfach alles Esepese. Komm, Triss. Triss. Triss bleibt gern stehen. Ach, Trissi. Trissi, Trissi. Zack. Fight for me. Und drauf geht's. Los. Bam. Schauen wir, man kommt zwischen seinen Moormären zu, oder wie die Viecher heißen. Okay. Zack, Junge.
Without any problem. Alles mitnehmen kann man immer mal wieder gebrauchen, schätze ich mal. So, Triss, weiter geht's. Weiter geht's. Triss! Nun? Los! Los! Hey, Triss will nicht. Triss will nicht. Verdammt, hier kommen wir nicht durch. Ja. Ist verloren. Beruhige dich. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Oh, denn der Weg ist schnurgerade. Nirgends eine Abzweigung. Aber hör mal. Hinter den Wänden höre ich ein Echo. Ich spüre Luft, die durch die Rissen strömt. Ah, nee, stimmt, ich muss ja mit. Oh ja. Yeah. Eine Bibliothek? Eine Bibliothek? Heiliger Verlieren des Ewig. Oh, geil, Bücher. Gebt mir die Bücher! Ich lese tatsächlich echt ein bisschen. Offscreen einfach so ein bisschen so. Lese mir da ab und zu mein Buch durch. Deshalb nehme ich noch gerade ein paar mit. Aber warum ist eine Bibliothek hier? Ja, genau. Habe ich schon fast gedacht, dass hier dann noch einen Weg. Na. Chris, noch weiter geht. Ich habe einen Ausgang gefunden. Ich dachte schon, wir sind. So, oh, es hat irgendwie nicht geklappt. Sneaky, sneaky. Zwei ineinander. Beide down hier. Oh, da ist die Tür aufgegangen. Vor Angst ist die Tür aufgegangen. Es fällt mir nur schwer, es zu begreifen. Komm, wir müssen uns beeilen. Nur wie gerade Silberstein. Stopp. Hörst du das? Was ist das? Ratten. Meine Spezialität, weißt du? Du brauchst keine Angst zu haben. Hängt wenn du mal kommen würdest. Wie viele es sind. Hört sich nach vielen an. Ist jetzt Triss wirklich immer noch? Triss! Ist sie jetzt immer noch vor der Bibliothek noch? Ne, die ist in der Bibliothek. Mögest du nun bitte kommen, Triss? Das kann ja nicht wahr sein. Was macht die denn? Jetzt bleibt die... Triss. Du bringst mich noch in den Wahnsinn. Oh, ich wollte nicht runterfahren. Ganz schön viele. Ja, ich habe schon was gedacht. Über den Fressplatz der Ratten kann ich die einfach alle töten. Einfach mal kurz hier einmal mit Igni ein bisschen durch. Wunderbar. Kein Wunder, dass dort so viel erlassen war. Aua. Die machen schon aua. Carlo Hacker-Varese. Das ist bestimmt kein Zufall. Seine Schuldner neigen dazu, spurlos zu verschwinden. Alles in Ordnung. Ja, die haben Floren hier dabei. Fett. So eine andere Währung, die man umtauschen kann. Sonst infizieren sie sich. Später, Geralt. Wir müssen erst einen Weg zum Hafen finden. Okay, hier nach oben. Geht's hier raus? Wieso? Wow. Halt für mich! Und halte sie auf! Los jetzt! Muss ich gerade nicht eingreifen, oder? Aber er greift ein bisschen langsamer. Hua! Zack! Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte ich eigentlich nur betäuben. Aber so ist auch okay. Ganz einfach zack! Schnetzeln hier. So, alles mitnehmen, Leute. Alles mitnehmen. Kann ja alles nochmal wichtig sein irgendwann. So, dann hier weiter. Kleine Feuerstelle. Weg damit. Dann ist er aber noch nicht lang tot, oder? Triss, komm. Triss, ey. Richtig langsam ist er heute. Okay, ich erwarte eigentlich den nächsten Gegner. Aber sieht recht frei aus. Und ihr seid noch nicht lang tot. Erst vor kurzem gestorben sein. Durch Bisse in den Hals. Mehr Ratten vielleicht. Oder eben solche Ertrunkenen. Triss. Triss. Komm. Nun? Mit. Ich
Triss. Diese Triss. Sie ist echt nicht zu fassen. Ein Katakas. Ein Vampir. Oh, ein Vampir. Hab ich auch noch nicht gesehen. Und ich treffe ich nicht. Oh, es leckt. Jetzt leckt es nicht mehr. Ist er tot? Oh, ja. Der hält richtig viel aus. Alter, der hält richtig viel aus. Zack, kurz mal so machen. So ist nämlich kein Problem, meine Freunde. Wild draufschlagen. Ja, könnte ein bisschen noobig rüberkommen. Aber Leute, wenn es das Spiel die Möglichkeiten gibt, dann mache ich es auch so. Geil, Meteoritenbahn. Jetzt haben wir mal unseren ersten Vampir getroffen. Hatten wir nämlich noch nie. So, dann hier nach oben. Trismerigold. Danke. Ich steck fest in der Ohr. Ich könnte doch einfach alleine langlaufen und Triss dahin stehen lassen, euch mich der Tritt an meiner Triss an meiner Seite haben. Wir haben's geschafft. Ja. Trifft Dijkstra am Hafen. Hoffentlich ist auch unser Boot ready. Endlich. Ich dachte schon, wir müssten für immer da unten bleiben. Konntest du dir einen Überblick verschaffen? Wie ist das? Wo haben wir die Flammen aus deiner Hand? Die sind echt. Das Holz fault, die Segel sind durchgewetzt wie alte Unterhosen und die. Schaffen wir es bis nach Kovir? Wenn ihr in keinen Sturm geraten. Ich gebe den anderen das Signal zum Kommen. Okay. Schön, wie sie dieses Feuer anlässt. Kann ich helfen? Soll ich Violine spielen? Ja, wenn du Violine spielen würdest, gäbe dem Ganzen schon einen schönen Kick. Was meinst du damit? Was zum Teufel soll das bedeuten? Was? Sag bloß nicht, dass du sie nicht bitten willst, hier zu bleiben. Warum machst du dir darüber Gedanken? Ich liebe Liebesgeschichten. Vor allem die mit einem glücklichen... Jäger! Da kommen Jäger! Geht an Bord! Wir wollen sie lebendig! Jäger! Jetzt wollen die auch noch Stress, hä? Haben sie halt nicht damit gerechnet, dass Geralt von fucking Riva hier ist! Lasst euch nicht zurückdrängen! Gucken wir mal ein paar. Wow, was ist das für ein Move, Alter? Sollt ihr mal betäuben hier? Da ist einer wieder gleich tot. Komm, zack. Okay, war es das oder kommt noch mehr? Nichts war es anscheinend. Dijkstra, ich weiß nicht, wie ich. Eine Viertelstunde später. Zeit für Höflichkeiten. Geh an Bord. Ein letztes Lebewohl. Vielen Dank. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Und was wir zusammen hatten. Bleib bei mir. Bleib bei mir. Geralt, nicht schon wieder. Vor allem nicht hier. Ich habe nämlich gerade Schiss, dass Frau Merigold, die eigentliche Quest scheitert, weil sie jetzt nach Kovir gehen und wir da nicht hinkommen. Wir hatten unsere Chance, aber die haben wir verpasst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Frau Merigold, wir legen ab! Kein Happy End für unsere Liebesgeschichte. Da segelt das Schiff mitsamt Triss davon. Du hast es wenigstens versucht, Kumpel. Einmal bekam ich einen Korb von einer Zauberin. Willst du die Geschichte hören? Hau raus! Los, erzähl schon. Mach doch nichts. Wie du weißt, schlug mein Herz für Philippa Eilhardt, als wir beide Redanien gedient haben. Eines Tages parfümierte ich mich wie eine Hure mit Hitzewallungen, zog einen Nadelstreifenbams an, die sollen einen schmaler aussehen lassen, ging zu ihr und sagte, dass wir viele Gemeinsamkeiten hätten und so weiter. Und weißt du, was sie antwortete? Die Nadelstreifen haben dich nicht schlanker gemacht? Nein. Sie sagte, Geralt, dreh dich um. Ach, lass die Scherze. Nein, ich mein's ernst. Dreh dich um. Triss? Ich dachte... Ich auch.
Aber ich habe meine Meinung geändert. Danke. Danke, ich bin überwältigt. Dann unsere Love Story doch ein Happy End. Schön. Entschuldigung. Ich verschwinde. Bin schon weg. Lass uns gehen. Ich kenne einen Ort, an dem wir die Schiffe beobachten können. Geh voraus. Oh, das ist aber schön, dass sie sich doch noch umentschieden hat. Ich glaube echt, dass die Quest kaputt wäre, sage ich jetzt mal, wenn wir sie nicht zum Hierbleiben bewegt hätten. Weil Kovir, da waren wir ja noch nicht, da kommen wir in dem Spiel auch nicht hin. Und deshalb war das, glaube ich, nicht schlecht, dass sie da geblieben ist. Natürlich war das nur der Liebe willen, nicht deswegen, weil wir sie in die Aufklärung brauchen. Nein, nein, nur der Liebe willen. Und jetzt am Leuchtturm können wir die Schiffe beobachten. Schöne romantische Gitarrenklänge. Sie sind jetzt treten ein. Richtig? Ja, mach dir keine Sorgen mehr. Wirklich. Du hast recht. Ich kann nur kaum glauben, dass alles vorbei ist. Ich habe seit Monaten von diesem Augenblick geträumt. Das müssen wir auch noch sagen. Das muss schon romantisch sein. Dass du aufhörst, dein Leben für andere zu riskieren. Nein. Nein. Triss, in Novigrad gibt's keinen einzigen Magier mehr. Aber du bist hier. Ich wusste, dass das kommt. Selbst verteidigen. Gegen Kikimoras, Reifen, Ruxel. Aber nicht gegen die Jagd. Du und Ciri, ihr braucht meine Hilfe. Und ich helfe euch. Hast du ihn dir so vorgestellt? Nein. Ich dachte, ich wäre mit den anderen auf dem Schiff. Und du wärst an Land und würdest mit einem Taschentuch winken. Hoffentlich bereust du nicht, dass es anders gekommen ist. Nun, Kovir soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Aber du bist mir lieb. Ich bin um diese Jahreszeit auch recht schön. Auch ich bin um diese Jahreszeit. Hey, der klaut mir meine Sprüche! Da hast du recht. Vielleicht kommen wir eines Tages nach. Vorbei ist. Könnte ich doch als Hexer arbeiten? Das würde Bälle und Bankette und viele andere langweilige Dinge bedrücken. Aber auch Bäder, Balsam, Körpermassagen. Zum Ausgleich für die vielen Jahre, die du im Freien übernachtet und in Bergbächen gebadet hast. Klingt verfehlt. Wo sie recht hat, hat sie recht. Willst du denn mein Leben als Hexer aufgeben? Nein. Du würdest von Zeit zu Zeit einen Monstervertrag annehmen, um in Form zu bleiben. Nicht zu Gefährliches, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich warte dann auf dich. Lass mich raten. Mit einem Essen bei Kerzenlicht? Kerzenlicht auf jeden Fall. Und einem Bett. Bisher ich mag deine Vorstellung. Das eine noch das andere gebraucht. Aha. Das nenne ich mal mehr als ein Happy End. Seht, sie schicken uns ein Zeichen, eine Nachricht. H. L. A. K. E. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ein Code. Was denkst du denn? Ein Code also. Okay. Okay.
Danke, Geralt. Für alles. Und was du am Hafen gesagt hast. Ich hätte es schon viel früher sagen sollen. Und? Was jetzt? Ist noch etwas früh für. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Ich werde Ciri suchen. Ich muss Ciri finden. Ich bin nah dran. Ich werde sie finden oder jemanden, der weiß, was mit ihr geschehen ist. Wo treffen wir uns? Mir fällt nur ein Ort ein, an dem sowohl Hexer als auch Zauberinnen willkommen sind. Piamor, ich war lange nicht mehr dort. Wir sehen uns, Hexer. Ich werde dich. Bestimmt gibt's dann da Beef, weil die auf Jenne vertrifft. Ich werde dich auch vermissen. Romantisch, gefühlsvoll, dieser Part hatte alles. Männerduft, beißender Schweiß und Kastanienbalsam gegen Gelenkschmerzen. Dijkstra. Ach, diese Hexersinne. Vor dir kann man auch gar nichts verbergen. Das gleiche könnte man von dir sagen. Lässt du mich jemals in Ruhe? Eines Tages schon, wenn ich dich nicht mehr brauche. Was brauchst du denn jetzt schon wieder? Dijkstra. Was heckst du diesmal wieder aus? Was meinst du, wie viele Magier haben wir gerettet? Insgesamt? Ich weiß nicht. Hab nicht gezählt. 30, ein paar mehr oder weniger. Und wie viele bleiben wohl im Norden? Wie viele Alchemisten, Heiler und Kräuterkundler? 2000? 3000? Machst du eine Volkszählung oder was? Nein, ich mach mir Sorgen. In Novigrad hatten sie uns. Wir waren da. Aber wer rettet die von Rinden? Van Arp, Art Carey, Duleta. Du weißt, dass dieser Bastard Radovid erst aufhört, wenn er alle umgebracht hat. Bis auf den letzten. Auch Yennefer und Triss. Eine bewegende Ansprache, aber komm endlich zum Punkt. Warum erzählst du mir das? Weil ich möchte, dass du mir hilfst, Radovid umzubringen. Ich bin keine Könige, um mich jetzt zu sagen, und ich bin gesagt, ja, aber... Ich bin kein Königsmörder, trotz dieser verdammten Gerüchte. Ich weiß. Ich bitte dich auch nur dabei zu helfen, den Mordanschlag vorzubereiten. Jemand anderes wird ihn ausführen. Dijkstra. Vielleicht weißt du es ja nicht, was ich kaum glaube, aber Hexer verhalten sich aus Prinzip neutral, deshalb... Ach, Schwachsinn. Das ist doch nur eine passende Ausrede, hinter der du dich versteckst, sobald es heiß hergeht. Und es geht sehr heiß her, mein Freund. Und es wird immer heißer. Scheiterhaufen brennen in jeder Stadt. Für kleine und große Magier, auch für deine Freundinnen. Für Anderlinge, bald auch für Hexer. Ist das der Norden, den du liebst, in dem du leben willst? Du schweigst, lässt dir nicht in die Karten schauen. Einen König zu ermorden ist schließlich kein Neckerauftrag. Nee, nicht wirklich. Denk drüber nach. Denk an meine Worte. Und wenn du dich entscheidest, den Lauf der Geschichte ändern zu wollen, statt den Höllenritt fortzusetzen, findest du mich in der Passiflora unter dem Dach. Dort warte ich mit meinen Leuten. Ich denk drüber nach. Mach's gut, Geralt. Ich find's auch verdammt interessant. Verdammt interessant. Ein tödlicher Plan. Diese Quest werden wir verfolgen als nächstes. Denn das hört sich richtig interessant an, meine Freunde. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir haben keine Schuhe an, Geralt. Also auch nach dem Sex hattest du vielleicht ein bisschen kleiden wenigstens. Dass es zumindest aussieht, als hättest du keinen gehabt. So. So, Hose hast du ja immerhin anbehalten, ne? Ich hoffe, euch hat dieser Part von The Witcher 3 Wild Hunt gefallen. Wir werden im nächsten Part ein tödlicher Plan machen. Ja, ich weiß, wir kommen nicht gut in der Hauptquest dran, weil ich die ganze Zeit nur am Nebenquest machen bin. Aber immerhin haben wir Triss inzwischen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut in die Playlist und den Kanal vorbei, wenn ihr Bock auf mehr habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Peace up und haut da rein.